Jetzt wackelt es auch bei der ungarischen Low-Cost-Airline Wizz Air. Die Corona-Krise hat den Low-Cost-Carrier nun auch zu verschiedenen Maßnahmen gezwungen. So hat Wizz Air 1000 Mitarbeitern gekündigt. Im nächsten Jahr werden zudem alle leitenden Angestellten auf über 20% ihres Lohnes verzichten. Alle anderen Gehälter werden um 14% gesenkt. Außerdem wird Wizz Air 32 geleaste Flugzeuge wieder zurückgeben bis 2023. Diese Maßnahmen wurden beschlossen, um Kosten zu senken, und man sei hierzu gezwungen aufgrund der fatalen Wirtschaftslage weltweit. Man erwartet im vierten Quartal Verluste von bis zu 80 Millionen Euro, so der Airline-Chef in den ungarischen Medien.